So, damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von OMSI 2 und heute ist die neue Map Lanao V4 erschienen. Wir fahren Mercedes Citaro C2 Euro 5 in der Ü-Variante. Und ja, legen wir ab hier von, wie heißt das hier? Wie heißt das nochmal? Kerberg, oder wie das heißt. So, ich habe wieder den Turm mit an Start, der fährt auch die Grüße. Karte und wird auch ein bisschen was erzählen. Und ja, würde ich sagen, Abfahrt. Los geht's. Das soll nicht wahr sein. Ich hoffe, dass ich ja nicht drin. Oh, klack, klack. Was ist denn das hier immer mit diesem Ist der Geld? Wetter, im Wetter. Ist klar. Ja, Kabelburg, Opel Müller. Ansagen werden auch mitgeliefert. Ja, ganz schön laut, finde ich, ja. Ja, habe ich es eingestellt. Uiuiui. So. Jetzt auf der Hauptstraße. Legen wir rum hier. Sieht da gut sieht. Ja, fahrplanmäßig haben wir schon eine Minute Verspätung hier. Also sehr straff gehalten. Ja, kann man so sagen. Guten Tag. Guten Tag. Klack, klack, klack. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Performance ist gerade momentan echt super noch. Wie gesagt, ab und zu leckt es mal ein bisschen, das ist ja normal, das kennen wir ja. Kabelburg, Opel Müller. Ja, ich muss leider mit Pfeile fahren. Weil Omni Navigation muss ich nochmal installieren. Müsste eigentlich jeder wissen. Ich glaube, wenn man die Karten Guten herunterlädt, dass man die das nochmal neu installieren muss, ne? Kann das sein, Turm? Ja, eigentlich schon, ne? Warum muss ich jetzt hier lang? Schule, ja, links gut. So. Ist ja wirklich Opel, Alter. Ich glaub's nicht. Hier ist ein Opel. Opel-Verkaufshaus, also Autohaus. Aber eigentlich eine schlechte Macht, oder? Klack, klack, psch, Wenn ich ja. jetzt gerade mal wieder mal reingucke, sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Grüner Pfeil, wir dürfen. Als erstes Mal, dass du jetzt Lano fährst, ne? Premiere, ja. Macht echt Spaß. Kabelburg, Schule. Jetzt fahren wir die Schule an. Auch hier steht auch tatsächlich eine Schule. Gefällt mir sehr gut. Was passt denn da? Wow. Das Telefonat, ja? Nee, ist Echo Live. Hallo. Hallo! Hallo. 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 Guten Tag. So, Ziegler Park ist der nächste halt, das heißt, wir müssen jetzt hier nach rechts. Recht halten. Oh, Gegenverkehr. Komm mal durch. Gegenverkehr abwarten. Kabelburg, Ziegler Park. Die Anlagen sind eigentlich schlecht. Gefallen mir auch, war ein Hocker, ja, hab ich gar nicht gesehen. Hat ganz viele Fehler, oder? Ja. Guckst du noch mit zu? Ja, klar. Und jetzt eine Baustelle so ein bisschen, müssen wir mal aufpassen. Kabelburg, Humboldtstraße. Der Bus, der passt doch richtig gut auf diese Karte hier gerade irgendwie. Ja, was passt?
Sieht aber schön aus, schön gestaltet. Schön gemacht, definitiv. Also wirklich sehr schick. Dieses Wohngebiet gefällt mir richtig gut. Kann man nicht mehr kommen. Ich ein bisschen Müll rum da vorne. Ich fahre jetzt auch von diesem zentralen Omnibusbahnhof. Ja. Den kennen wir ja schon aus Hahn tatsächlich. Der dafür die Karte gebaut worden ist, den gibt es ja sonst nicht. Oh. Kabelburg, Nordwald. Ja, die Ansagen sind schon ein bisschen wild hier teilweise. Oh, cool, mal, jetzt geht's hier rein, dann geht's dann wieder raus, ja. Oder was? Nee, ich glaube, da hinten geht's weiter. Was kennt man denn jetzt schon von Lana? Aber ich weiß es jetzt nicht, du kennst dich ja ein bisschen mehr aus da. Also, das hier ist jetzt alles neu. Was kennt man denn hier? So Weidenkopf, Wald, ja. Center und sowas. Was kennt man halt natürlich. Oder an Launau direkt halt. Tür, wenn er Fahrt aufmachen! Hallo. Hallo. Achso, du hältst es mit dir. Oh nee. Ist klar. Außenstrecktür ist auch was Feines. Affert. Stopp. Nee, ist für die Rückrichtung. Also muss ich hier lang. Genau. Nee, warte mal, hier geht's auch nie im Leben weiter. Doch. Doch? Tatsächlich, sah gerade so komisch aus. Fährst du eigentlich lieber Euro 6 oder Euro 5? Euro 5. Euro 5, ja. Das ist noch der schöne OM936 HLA Diesel. Ich bevorzuge eher lieber so Euro 6. Ja. Jetzt hier links. Rosbach. Links. Hellwigswiese. Sie tauzieht. Läuft besser als Hohenkirchen. Oh. Ihr wollt mich wohl verarschen. Seinen Führerschein gewonnen oder was? Führerschein gewinnen oder was? Also ich feiere das nicht so mit dieser Seitenkamera, würde ich ehrlich sagen. Echt, ich find's extrem cool. Also mich stört's halt gar nicht mehr. Links hier mal ein schönes Maisfeld. Oh, kommt schon nächstes Ort. Oh, sehr schön. Das sieht, ey, der sieht schon mal richtig schön aus, oder? Ja, ne? Das ist auch neu jetzt, oder? Das ist auch neu. Schön, ist immer noch Kerberg, oder was ist denn das? Nee, das ist Großbach, oder wie es hieß. Ich muss halt nicht! Auch schon mit der Haltebucht hier. Ja. Die Hellwigswiese. Schön hell. Oh! Uiuiui. Ich hab gerade das Lenkrad zurückgeschnippt. Schöne Tür. Türverlehnung. Oh. Bei Samenstau schütteln. Nur 4,93. Wäre zu einfach, geradeaus durchzufahren. Großbach. Alter Bahnhof. Oh. So ein Bahnhof entbinden, weißt du? Mhm. Ist ja Wochenende so. Boah. So. Die Tau quält sich. Das Tau ist schön. Das Auto ist schön. Mhm. Hier ist nicht einer der Schiller. Wieso? Das ist die Löhr-Siedlung. Hätte es nicht doch gerade ausfahren müssen. Oh, ich habe nicht genau aufs Schild geguckt. Da stand ja nur 4,93.
geändert. Na warte mal, in 140 Metern kommt aber der alte Bahnhof. Wir müssen eigentlich richtig sein. Ne, sind wir nicht. Nee. Ja, wir sind falsch. Was ist denn da jetzt? Ah, der brennt auch schon wieder. Ja, auch sowas kann auch mal im Let's Play passieren, wie gesagt. Oh. Machen wir uns eigentlich nichts vor. Torben! Ich folge einfach dieser vier. Das ist die Rücktour wahrscheinlich. Du sagst mal, der fährt einfach gerade auszufahren. Ja. Hier ist er nämlich, der alte Bahnhof. Sieht echt schön aus. Definitiv. Ganz harte Bremsung gestern. Ist man nicht damals hier reingefahren? Nee. Nee, das ist ein neuer Ort. Ah, okay. Schöne weiße Matrix. Das ist Krüger. Nee. Nee? Ja, Lavo, ja. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, das läuft ja echt top. Dafür, dass es das so eine riesen Karte ist. Kleine Rossbach. Oh, Ben! Oh. Ort. Vielleicht kann er Lingoartig ansagen, das wäre ja cool. Oder Petra-Stimme. Ja, ist das nicht das? Ja, Lingoartig ist ja die Webseite. Oder die Firma. Ich weiß aber. Oh je, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das aber Lingoartig. Das ist der männliche Stimme. Das kann sein, ja. Also auf jeden Fall ist es Text-to-Speech, das hört man ja auch. Ich find's auch cool, dass aber direkt die nächsten Orte gleich kommen. Wie jetzt hier kommt schon so ein bisschen Häuser wieder. Dann müsst ihr gleich schon in den nächsten Ort eigentlich kommen. Vor allem ist auch Orlando immer unterschiedlich. Mal fährst du länger bis zum nächsten Ort, mal kürzer. Also das ist cool. Großes Asbach. Klein Rossbach sagt mir irgendwas, das gab's ja schon, ne? Nee, auch nicht. Ach, auch nicht. Und da guck mal hier rechts. Schönes Mondfeld. Ja, stimmt. Was ist denn da schauen oder scheiden? Weiß nicht. Ich habe eine komische Fehlermeldung im Display. ESP ja. Ausgefallen oder so. Ja, gut. Ja, passiert. Muss ich gleich nochmal kurz aussteigen und Trennschalter rausmachen. Nochmal neu starten, damit der Fehler weggeht. Genau. Mach ich doch vorne an der Haltestelle schnell. Klein Rossbahn da links. Was ist denn das für ein Feldweg jetzt hier? Nee, so ein geteerte Straße. Uiui. Auch nicht schlecht aus. Der Bus gefällt mir gerade irgendwie richtig. Klar. Alles so gut. Ah, ist bestimmt da rechts die Haltestelle, genau. Schönes Haltestellenhäuschen. Ey, sieht aus wie, ey, das. Ja? Ey, sag ich jetzt. Nein, das muss es keiner. Nein, das. Erzähl jetzt! Oh, wartet mal kurz, ich muss kurz mal. Was? Ah! Kurz mal! So. Alles klar. So. Oh, nicht los. Ich hatte, sag ich mal, kurz den Trennschalter rein und raus. Der brennt doch schon wieder. Hallo.
Hallo! Sheldon, Gewerbegebiet. Ey, mein Sheldon war gar nicht drinne, Alter! Ich weiß, was ist denn jetzt los? Mein Sheldon war gar nicht aktiv, aber sah trotzdem gut aus alles irgendwie, ne? Ja, ist so. Wieso war der nicht drinne? Weil man sieht das irgendwie dunkel aus, ne? Ja, besser auch, oder? Ja. Und ich hab's gar nicht mitgekriegt, ey, krank. Ja, weil die Map aber halt auch so gut aussah. Ja, eben. So, dann fahr ich mal LE Solo Ü. Das habe ich nämlich vorhin schon gewundert am Bahnhof, warum die Texturen von Weitem bei den einen Bus da so unscharf aussah. Hm? Oh. Leon. Ja, also. Hey, wieso ist ein Lano immer noch nicht drin? Verarschen? Ich kann es mir nicht erklären, warum das bei dir so. Allerdings ist es ja. Also bei dir ist ja wirklich komisch. Bei mir haben wir es ja nach zwei Stunden Suchen hingekriegt. Achso, die Hofdatei. Ja. Guck mal, die Bad Hügelsdorf einmal ein. Da muss auf jeden Fall, ziehst du mal da. Ich würde sagen, ich fahre heute auch mal ein bisschen bei Regen jetzt hier. Wenn ihr das wollt. Das machen wir sonst auch nie. Schauen wir das noch anmachen, dann noch Regen, machen wir Schmuddelwetter. Boah. Schmuddelwetter. Das sieht auch nicht schlecht aus. Sieht geil aus. Oh, wie laut ist denn der Regen? Oder? Ist doll laut, ja. Ja. Hallo. Hallo. Tit. Ah, dann starte ich nochmal neu. Mann, der Regen zieht ein bisschen Performance, aber übelst, ey. Ja? Ja. Oh, Straße noch alles. Okay. Mal gucken, wie geil das aussieht. Mal eben, soll ich schützen? Sieht der wirklich aus wie Pfützen, ne? Na, es sind's doch auch. Wenn du die Regenreflektion anmachst, dann hast du das halt. Sheldon, Lahnstraße. Sheldon, Lahnstraße. Das kennt man aber jetzt hier, oder? Nee. Das ist auch neu. So, jetzt muss auch drin sein. So auf der Tee. Guten Tag. Guten Tag. Weidenkopf. Und hier Rosenthal, das kennt man jetzt. Okay. Was da dran stand. Sieht auch nicht aus mit der Kuhle da eben. Das stimmt, ja. Warte mal. Sheldon, hohe Wiese. Sieht ja mir auch geil aus. Auf jeden Fall. X-Bus hält nicht, das ist bestimmt auch so Expresslinie, ne? Ah ja. Ah, fahr ich nicht so gerne. Okay. Auf jeden Fall beenden wir hier erstmal das Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.